Häuser überwinden. Doch sie kann sich nicht befreien. In diesem Spiel ward ich ein Meister und strebte nach Vollkommenheit. So war auch sie davon begeistert, wenn sie kaum zur Mittagszeit. Gefesselt gefällt sie mir am besten, verschnürt wie ein Paket. Gefesselt, erst wollte ich's nur testen, jetzt weiß ich, wie es geht. Gefesselt gefällt sie mir am besten, verschnürt wie ein Paket. Gefesselt, erst wollte ich's nur testen, jetzt weiß ich, wie es geht. Es waren Knoten, die waren Schlingen. Ich wusste genau, was ihr gefiel. Doch manchmal fing sie an zu singen. Das wurde mir dann doch zu viel. Geknebelt gefällt sie mir am besten. Das hätte sie nicht gedacht. Geknebelt, erst wollte ich's nur testen. Jetzt weiß ich, wie man's macht. Geknebelt gefällt sie mir am besten. Das hätte sie nicht gedacht. Geknebelt, erst wollte ich's nur testen. Jetzt weiß ich, wie man's macht. Dankeschön, eine gar überwältigende Zustimmung. Also wir haben schon Konzerte gehabt. Ich erinnere mich an eins in einer Stadt, in einer kleinen Stadt, Wittenberg an der Elbe. Da standen dann nach dem Konzert die Mädchen vor der Bühne und riefen, wir wollen nochmal gefesselt hören werden. Ja. Eine haben wir schon. Ja, es ist eben das Lied für den aktiven Fetisch gewesen. Es gibt natürlich viel mehr Menschen, die den passiven Fetisch frönen, also die nur zusehen dürfen. Bei Bücken! Zu. Sie wand ein Schleifchen sich vom Schuh und bürstete ganz sacht den Dreck, der an ihm haftete. Wolken sah ich ihr zu, sie wand ein Schleifchen sich. Bürstete ganz sacht den Dreck, der an ihm haftete, noch weg. Beim Bücken sah ich ihr zu, sie wand ein Schleifchen sich am Schuh und bürstete ganz sacht den Dreck, der an ihm haftete, noch weg. Beim Bücken sah ich ihr zu, sie band ein Schleifchen sich am Schuh her und bürstete ganz sacht den Dreck, der an ihm haftete, noch weg. Hier.
ja, 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 auch der passive Fetisch kann sehr schön sein. Aber bei diesem jungen Mann, über den wir gesungen haben, beziehungsweise den Pratayev beschrieben hat, führte das dazu, dass seine Begeisterung zu einem Herzkollaps führte. Und er kam ins Krankenhaus und dort wartete schon der nächste Fetisch auf ihn. Es war die sehr, sehr, sehr junge Schwesternschülerin. Genieße jede Stunde. Da gibt es viel zu sehen, da gibt es Schwestern, Schülerinnen, so jung und wunderschön. Sie riechen gut nach Ethanol und riechen viel Tabletten. Sie ziehen dich aus und ziehen dich an und machen dir die Fetten. Aus deinem Arm, so sagt, dass du dir lässt. So einer Schwesternschülerin, die gern deine Angst verschenkst. Sie ziehen Blut aus deinem Arm, so sagt, dass du dir lässt. So einer Schwesternschülerin, die gern deine Angst verschenkst. Ja, viel zu schnell gesund. Dann sag ich dir, mein lieber Freund, genieße jede Stunde. Wirst du viel zu schnell, ja, viel zu schnell gesund. Ich sag dir, mein lieber Freund, genieße jede Stunde. Sie ziehen Blut aus deinem Arm, so sagt, dass du dir lächst. Zu einer Schwesternschülerin, die gern dein Arms verschenkst. Sie ziehen Blut aus deinem Arm, so sagt, dass du dir lächst. Zu einer Schwesternschülerin, die gern dein Arms verschenkst. Jede Stunde, genieße jede Stunde. Oh, ja, oh, ah, oh, wunderbar. Oh, ja, ah, 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 ah. Noch. Thank you.